Schon mega, ne? Ich hab wirklich, ich latsche zur Tankstelle, hab keinen Sprit und dann bietet er mir wirklich von alleine an, mich zurückzubringen. Also ich könnte meinen, da ist was faul. Wie jetzt zum Beispiel, wir sollen ihm eine Karre suchen, aber ich finde den Auftrag auch ganz geil, weil er hat ja schon ein bisschen was beschrieben, was er sucht. Ja, aber so ein El Camino, wofür braucht er Ladefläche? Ich meine, um mehr Sprit zu transportieren, falls du normal kommst, dann kann er direkt mit dem El Camino vorfahren. Zuschauerkandidat Marcel hat Jean-Pierre in der letzten Folge aus der Patsche geholfen. Im Gegenzug sucht er einen Ami-Oldtimer. Klarer Fall für die PS-Profis. Sie revanchieren sich für Marcels Hilfe. Ist El Camino immer noch so hoch im Trend? El Camino ist so ein sehr besonderes Auto. Ja. Oh. Also finde ich natürlich super. Ehrlich? Aber da gibt es auch ganz, ganz schlecht gemachte. Und ich finde amerikanische Autos einfach super. Ein V8, der so ein bisschen blubbert. Auch andere Modelle? Ford Mustang, Dodge Charger. Das sind so die Richtung, genau. Okay. Ja? Also so Muscle Car mäßig dürfen wir Muscle Car, Pony Car, whatever. Also es muss halt dieses Klassische sein, oder? Genau. Was ganz Klassisches. Okay. Okay. Jetzt die Hauptfrage, das hast du damals nicht gesagt, wie viel Geld willst du denn ausgeben? Also mein Budget ist bei 25.000 Euro. Ist eine ganz klare Sache. Wir ziehen los, 25 Minuten sind gleich weg. Alles gut. Danke dir. Super, danke. Die heutige schöne Aufgabe steht, einen amerikanischen Oldtimer für satte 25.000 Euro finden. Ich gucke einfach bei Edgar. Warte. Wollt ihr mal sehen? Ja, warte. Preis ist eine andere Sache. Kann man mitreden. Auf zum roten Dodge Charger. Sydney trifft in Mönchengladbach Edgar, ein Händler-Urgestein in der PS-Profi-Geschichte. So, da bin ich beim Edgar Walger. Und was mache ich hier? Ich gucke mir einen wunderschönen Charger an. Unser Dodge Charger stammt aus dem Jahr 1967 und ist 125.000 Kilometer gelaufen. Mit satten 375 PS hat er ordentlich Bums unter der Haube. 1964 präsentierte Dodge die Studie des sportlichen Coupés mit Fließheck und großem Kühlergrill, der besonders junge Kunden ansprechen sollte. 1966 kam dann das Serienmodell auf den Markt. Mit rund 27.000 Euro ist er zwar knapp über Marcels Budget, aber das versucht Sydney gleich gerade zu biegen. Edgar! Hi! Alles gut? Gegrüßt! Alte Wemse, was geht ab? Gut, wieder was Schönes, Neues. Ja, lange nicht mehr gesehen. Ja. Gut siehst du aus. Ja, Edgar ist ja ein alter Bekannter von uns. Da waren wir schon öfter. Und Edgar ist Edgar. Ich meine, da war auch bei der Recherche, war eigentlich klar, wenn du so einen Ami suchst, da guckst du erstmal bei Edgar. Weil Edgar hat immer irgendwie was rumstehen. Also dieses Auto ist von Charger Bob. Charger Bob? Charger Bob. Charger Bob ist bekannt in der Szene, weil er in seinem Leben schon 20 Charger restauriert hat. Okay. Aber immer dieses Modell. Originale Felgen sind das nicht? Nein. Die Originalbereifung gibt es auch noch dabei. Die sind da hinten. Das sind die Original 318er, die zum 318er gehören. 318er? Hast du in eine Anzeige, hast du was anderes geschrieben? Ja, da habe ich geschrieben, dass da ein 440er Daytona-Motor drin ist. Oh. Und der ist auch da jetzt drin. Okay. Edgar, was hat denn Bob alles so gemacht, außer die Griffe hier irgendwie? Die hat er wegmodifiziert. Wegmodifiziert. So. Ja. Zeugnis der Restauration in einer Kooperationsarbeit von Bob, wie er heißt, in Zusammenarbeit wahrscheinlich mit Mexikanern. Nicht, dass das schlimm ist, aber die sind halt etwas ungenauer manchmal. Und zwar hat er mir einen Liebesbrief geschrieben und hat gesagt, also wenn du in das Auto einsteigen willst, dann musst du dieses Seitenfenster öffnen. Nein. Musst hineingreifen und die Tür öffnen, weil momentan geht diese Fernbedienung nicht, weil die Batterien leer sind. Er hat dir geschrieben, also pass auf, warte, muss ich jetzt mal kurz überlegen. Er hat dir einen Brief geschrieben, wo er gesagt hat, hey,
Edgar, wenn du in das Auto möchtest, das Dreiecksfenster einfach aufmachen und reingreifen. Anstatt eine Batterie zu wechseln, wäre einfacher gewesen. Ja, okay. Diese kleine Fernbedienungsbatterie liegt da vorne. Ja, und die sind natürlich schwer zu bekommen. Ich hab so verstanden, die Fernbedienung, wenn du die betätigst, wirst du wahrscheinlich die Kraft eines Kraftwerkes brauchen, um diesen Knopf zu betätigen, weil nach dreimal betätigen ist die Batterie leer. Woher kommt das Auto? Aus Nevada. Aus Nevada, ja. Also trocken, kein Rost. Ja, ja. Auch von unten ist er eine absolute Schönheit. Ehrlich? Doch, wenn du dir das anguckst, die ganze Suspension, die komplette Lenkung, Dreieckslenker, alles verchromt. Guck mal, hier muss man mal gucken, weil hier, das ist ja prädestiniert dazu, dass hier irgendwas reinsuppt, ne? Und dass es dann sich hier sammelt. Ich meine, die Ablauflöcher, die sind frei, aber trotzdem. Aber ist kein Rost. Also ganz kurz für euch, 64 wurde der Charger nämlich als Designstudie vorgestellt. 67er Baujahr haben wir hier und am 68. Jahr, was rede ich überhaupt? Und 68 kam schon wieder die neue Baureihe, die alle wollen, mit dem anderen Heck. Wo sie alle sagen, das ist genau der Charger-Heck. Sämtliche Ersatzteile, die er noch hatte für dieses Auto, hat er dabei gelegt. Eine komplette Tacho-Einheit. Ja. Aber mal ganz ehrlich, die Substanz, ey, ist ja mal mega. Ja. Ich meine, da muss es jetzt echt einfach so von der Schönheit, hier so die Folierung und Lackierung. Wie komme ich jetzt eigentlich auf so eine Betonung? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, er braucht ein bisschen Liebe. Lackierung, also davon mal abgesehen, ja, ist hier nirgendwo großartig Rost. Oh. Echter 440er Daytona. Ja. Wow. Ich meine, das ist natürlich jetzt künstlerische Freiheit. Interpretation. Genau. Aber sonst hier alles neu, ne? Alles neu. Also wenn du da deine Flossen zwischen hast, du. Und man beachte die Kette. Zusätzlich als Halterung für den Motorbock. What? Wieso das denn? Ja, falls der Motorbock, den da hinten drin liegen hatte, mal reißt, der fällt auf jeden Fall nicht runter. Wenn der Motorbock wegreißt. Eieieiei. Mach mal anders, Schätzchen. Ja. Wow. Der Ventilator hat auf jeden Fall Power. Alter. Ja, die eine Riemenscheibe, die hat einen leichten Schlag. Eieiei, die eiert aber ganz schön, ne? Aber überleg mal, wie groß der Motorraum ist. Da ist ein V8 drin. 4,4 Kubik-Inch, ja? Sind ungefähr 7? 7,5 Liter. Und du hast Platz für den zweiten. Der scheint Power zu haben. Wenn es regnet oder wenn die Straße nass ist, ja, ist er unfahrbar. Ehrlich? Ja. Etwas zu viel Gas und du stehst quer. PS-Profi Sydney auf Probefahrt in einem Dodge Charger aus den 60ern. Der erste Eindruck scheint für den Dortmunder durchaus positiv zu sein. Hört sich schon mal männermäßig an, ne? Aber das alles Ami-mäßig, du hast so viel Spiel in der Lenkung, ne? Also Vortrieb hat er. Oh, ja, ja. Da schleift wohl ein Hinterrad. Aber das kommt mir so Abrollumfang und sowas alles ist hinten nicht ganz so Taco. Kannst mir erzählen, was du willst. Ein dickes Argument für die Preisverhandlung. Was entdeckt Sydney noch? Also, du hast schon ein Schiff hier, ohne Scheiß. Du siehst nicht so viel. Also von innen muss noch was gemacht werden. Was Interessante an dem ganzen Auto ist wirklich die 440er Daytona-Maschine. Karosseriebasis ist auch völlig in Ordnung. Die Amerikaner, die restaurieren halt eben anders. Viele verstehen unter Restaurierung, ich klopp dir mal wieder zusammen, ne, dass es wieder ein Teil ist. Basis top, Restaurierung flop. Mit welcher Strategie geht Sydney in die Preisverhandlung? Also 26.999 kriegt er.
Ich glaube, da ist noch was drin. Also würde ich sagen, wir verhandeln auf die 25. Ja, ich glaube, da macht der Edgar auch mit. Er hat schon ein bisschen Krawallo, ne? Ja. Edgar. Ja, bitte. Wir brauchen Liebe. Liebe kostet Geld. Liebe kostet Geld. Das ist richtig. Nicht falsch verstehen. Nein. Die Liebe, die kostet, ist was anderes. Liebe im Sinne von Material und Stunden, Aufwendung. Aber was gar nicht geht, ist das Schleifen hinten. Was ist dir da aufgefallen? Ist dir das nicht aufgefallen? Nein, ist mir nicht aufgefallen. Wirklich nicht? Nein. Bist du bis dato alleine gefahren? Ich bin alleine gefahren, ja. Siehst du? Ihr drei Fettmöpse. Ja, eine Nummer eins, zwei und du. Ich auch. Ja. Ihr bringt das Auto zum Schleifen. Das hat nämlich geschliffen wie Hulle. Aha. Hinten. Was stellst du dir denn vor? Er hat noch keine deutschen Papiere, ne? Hat er noch nicht, nein. Was stellt sich denn der Edgar jetzt vor? So wie das Fahrzeug hier steht, sag ich 25.000 Euro. Wenn du damit leben kannst, wäre das ein Deal. Ich muss mich mal kurz zurückziehen. Also normalerweise würde ich jetzt noch ein bisschen rumhantieren, ne? Und würde sagen, ach komm, Edgar, das ist echt doof. Ich habe auch gedacht, er geht nicht sofort 2.000 Euro runter. Ich hatte eigentlich gedacht, er würde jetzt sagen 26,5. Und dann hätte ich gesagt, oh nee, machen wir 23. Und dann hätte er gesagt, machen wir 26. Dann hätte ich gesagt, nein, Edgar, wir machen 24. Kennt das Spiel. Aber Edgar ist, der ist ja offen zu mir. Gut sieht's aus. Was ist eigentlich mit deutschen Papieren? Deutsche Papiere bekommt er dann noch. H? H-Kennzeichen soll er auch bekommen. Das müssen wir allerdings dann draufrechnen. Was kostet das denn? 1.500 Euro. Oh. Guck mal, meine positive Stimmung fällt gleich direkt wieder in den Keller. Edgar. Ja, bitte. Ich bin total pari mit 25.000 Euro für dieses Kfz. Das ist gut. Aber diese Abnahme für 1,5, ist es wirklich nötig? Ja, ich denke doch. Ich denke doch, denn es sind einige Sachen zu machen. Scheinwerfer, das ganze Prozedere. Das Datenblatt kostet Geld und. Dann haben wir ja noch einen Satz Reifen. Den gibt es ja auch noch dazu mit den Originalfelgen. Reifen sind auch okay? Sind noch fast neu. Okay, dann sind wir jetzt mit Fahrzeug inklusive H-Kennzeichenabnahme. Hutze wird beseitigt. Ja. Ein Satz Räder, Originalräder. Ja, habe ich da noch. Mit 25.000 Euro dabei. Plus 1.500 für den Umbau. Okay, 26,5. Ja. Das okay. Machen wir. Prima. Edgar, es war wieder eine Freude. Danke dir. Prima. Ich sage dir Bescheid. Ja, danke. Danke. Tschüss. Tschüss. So, Marcel wollte El Camino. Aber El Camino alleine ist ja auch irgendwie ein bisschen langweilig, ne? Es gibt noch viele andere schicke Autos. Wo wenn einer schon El Camino will, dann muss er auch ein El Camino geben, weil Typen, die El Caminos fahren, die haben eh nicht alles stramm, weil El Camino ist ja schon ein sehr besonderes Auto. Vorne limousinig und hinten ein Pickup. Und das Ganze mit einer sehr flachen A-Säule und B-Säule und dann hinten wieder flach und eine riesengroße Gepäckfläche. Ich glaube, an einem El Camino führt kein Weg vorbei. Wenn er so ein Ding will, dann muss er ein Ding auch kriegen. Nur einen guten. Was der Zuschauerkandidat wünscht, ist eben Gesetz. Bedeutet für Jean-Pierre 48 Kilometer Fahrt. So, ich bin im wunderschönen Wuppertal, wo ich ja wirklich sehr gerne bin, bekanntlicherweise. Doch nur viel lieber suche ich ein El Camino. Und da steht er. Los geht's. Hallihallo. Hallo. Hi, Jean-Pierre. Oh, so ein paar schicke Sachen hier, ne? Ja klar, guckst du dich mal um. Die Klarlack drauf auf der Bude. Oh, ja. Kandidat Nummer 2 ist ein El Camino von Chevrolet aus dem Jahr 1971. Mit 60.000 Kilometern hat er vergleichsweise wenig auf der Uhr. Die Besonderheit ist hier der Aufbau Marke Eigenbau. Normalerweise ist der Ami-Schlitten hinten offen und somit ein klassischer Pickup. Die Modelle bis 1969 unterscheiden sich wenig von den Vorjahresausführungen. Doch 1970 gönnt Chevrolet dem El Camino ein größeres Facelift. Und der Pickup bekommt einen V8-Motor mit 6,6 Litern Hubraum verpasst. Deutsche Papiere schon drauf? Deutsche Papiere, ach, deutsche Zulassung. Das stand da gar nicht bei, ne? Nee, glaub nicht. Nee, ist richtig. War nicht das dabei. Ist doch ein Verkaufsargument.
Du musst ja nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, ne? Ja, du baust es langsam auf, ne? Genau. Ah. Okay. Dann bauen wir weiter auf. Also, wir haben den in Zahlung genommen und ja. Der Vorbesitzer hat bei uns einen schönen Firebird gekauft und wollte mal jetzt von diesem Style, sag ich jetzt mal, als Pickup ja. Zum Cabrio übergehen. Komplett lackiert, ne? Hat er den in liebevoller Arbeit so nach und nach selbst auch und auch teilweise auch schon gekauft gehabt und uns abgegeben so. Der war immer Silber? Nein, ne? Nein, nein. Das sieht man nämlich. Was ich ja beim El Camino, ich meine, den Aufbau, den teile ich ja nicht. Das Argument von dem El Camino ist ja wirklich, dass er hier normalerweise offen ist. Und gerade dieser Schwung, diese Linie macht so ein El Camino ja aus, warum ich so ein Ding haben will, weil das sehr, sehr klassisch war. Noch nebenbei ist zu erwähnen, die Jungs haben damals, 1930, so in den 30ern, haben dieses ganze Thema so ins Leben gerufen, dass man ein Auto hat, was nach vorne hin klassisch wirkt, elegant wirkt, aber ich trotzdem nach der Kirche, ja, hinten noch meine Schweine um meinen ganzen Kladderadatsch hinten draufpacken kann. Meine Frage, ehrlich jetzt, ja. Wirklich ehrlich. Ein Fenster dient zum Rausgucken. Richtig. Jetzt ist hier die Bodengruppe. Wer stellt sich denn hier hin? Wofür ist denn das Fenster? Zum Reinlegen. So ein großes Fenster. Steigst du drüber rein oder was? Nee, von hinten. Wollen wir mal gucken? Ist das ein Camper für Hobbits oder was? Ja, genau, ein Camper, Toppi. Oh. Und das Fell dazu. Mit dem Fell. Wie alt war denn der Vorbesitzer, wie man fragen darf? Stinkt 50. Ich will ja nicht wissen, wer sich darauf geregelt hat. Doch. Ja, genau. Wie die Gisela. Ja. Wie die Gisela kippt sich da so einen Pfund Butter drüber. Doch. Mann, ich komm rein. Doch. Komm auf Fell. Im El Camino, wir können aus dem Fenster rausgucken. Wir beide zusammen. Rechts und links. Meine Fresse. Das riecht auch so, ne? Ja. Das tut es. Auch schön festgetackert, ne? Da, wenn sich die Gisela hier drauf rumrekelt, der Tacker schön rausgeht, der Gisela ab in die Puperze reindrückt. Können wir rein? Ja, klar. Sicher? Ist ein Dampfstrahler da? Mhm. Gut. Oh. Können auch schön zumachen. Ne? Nee, ist das. Das hat ja schon so was leicht Erotisches, ne? Ja. Erotik. Der fühlt sich so an wie der Hund, den du nicht streicheln willst, weißt du? Genau. So dieser Hund, der so 10 Jahre nie eine Dusche gesehen hat, genauso fühlt sich das ganze Ding hier an. Das ist zum Beispiel so ein typisches Beispiel für amerikanische Technik. So ein deutsches Unternehmen würde ja auch zu der Zeit, erstmal der Verschluss ist offen. Zweitens, guck dir das mal an. Ich bin so ein Technikfreak. Ich habe immer das Gefühl, ich spüre, wie der Amerikaner denkt. Der denkt sich, so, das hier, ne, pass auf, so geht auf. Hier muss Stift rein, dann geht nicht mehr zu. So, dann. Guck dir mal das Ding hier an. Da wird ein Deutscher schon wieder eine Doktorarbeit drüber schreiben. Aber er sieht geil aus, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja die dritte Generation von El Caminos. Ne? Die erste war ja noch nicht so wirklich zu erkennen. Bei der zweiten, finde ich, konnte man schon El Camino so wirklich rauserkennen. Und dann kam die dritte war erfolgreichste, glaube ich. Ne? Ich denke schon, ja. Das sieht man am meisten schon, in Filmen auch. Ja. So. Bei dem ist auch schon ein leichtes Facelift dann gewesen, 71, wo die dann genau. Von den zwei Lampen auf 1 umgegangen sind. Ne? Zieh mal, hier vorne. Hier. Zweimal. Genau. So, oh. Aber ist ja Holly, ihr Vergaser ist noch dran. Edelbrock-Ansaugbrücke. Was sehen wir hier noch? Krümmer sehen wir auch. Leck mir den Tisch. Dicke Abgasanlage haben wir da hinten auch. Hat sich noch offenen Luftfilter. Kurbelwelle ist auch eine andere drin, ne? Mhm. Glaube ich. Aus dem 4-1er, ne? Richtig, genau, richtig, ja. Also es ist kein 5 Liter mehr jetzt, sondern es ist ein 5,6 Liter ist es nicht mehr. Auf 5,7 Liter nicht mehr. Genau, richtig. Sondern jetzt ist es ein 6,2. Irgendwie so weit. Und was dazwischen? Guck mal, der deutsche Hubraum auf den Kubikzentimeter, genau. Beim Ami warst du so viel Hubraum, irgendwo dazwischen. Mach mal an den Eimer. Okay. Jetzt geht's los. Die Stunde des Amerikaners schlägt jetzt. Pass auf. Wie geht der denn überhaupt jetzt? Aber erst Tür zu. Geil. Geiler Leerlauf. Schon mal eins. Läuft. Ja, nee, also Leerlauf für Edelbrock mit Holly-Vergaser, geil. Gib mir so einen ganz kurzen Gasstoß, ob er das ja. Auch macht.
Weil das ist so eine Sache, was wir Gaza meist mit Amis nicht so gerne mögen. Dann verschlucken die sich gerne. Nee, ein bisschen ruckiger. Geil. Nochmal? Ja, da war's. Nochmal? Doch, ist geil. Der Leerlauf könnte so ein 100er höher sein, ne? Mhm. Mach mal aus. Ja. Auch wenn die Technik wirklich simpel ist, brauchen die schon Liebe. Du musst wirklich schon ein bisschen was rein investieren. Und das nächste ist, Tuning-Teile sind sehr günstig, werden mit hohen Leistungssteigerungen verbunden, aber die werden nicht wirklich erreicht. Man muss sich wirklich überlegen, so eine Ansaugbrücke findest du im Walmart, im Supermarkt, ja, neben der Milch. Das ist wirklich, ist kein Scheiß, habe ich schon gesehen. Dann liegt da die Ansaugbrücke, die kannst du so mitnehmen, dann schaut man einmal die drauf, da steht 25 PS drauf, vorne ist ein Schnitzel, passiert aber gar nichts an Leistung. Der Vergaser, der kann schon ein bisschen Leistung bringen, auf jeden Fall, vor allen Dingen in Verbindung mit der Edelbrock und dem offenen Luftfilter. Das Ganze ist aber auch immer auf Kosten von Fahrkomfort, Spritverbrauch, alles mögliche, weil der Holly-Vergaser, der meint's gut. Eben ein typischer Ami-Motor. Jean-Pierre sucht weiter nach Schwachstellen. Aber wir gucken mal unter das ganze schicke Kfz hier. Ach ja, nebenbei, 5,20 Meter lang ist so ein Ding. Das ist schon ein Brett. Ja, 5,20 Meter, muss ich erstmal nachmachen. Ist schon ein ganzes Stück. Aber so im Ganzen und Ganzen sieht der Unterboden für mich gut aus. Hier wurde mal was nachgeschweißt. Abgasanlage dürfte auch sportlichen Klang haben, ne? Mhm. Hat er. Hat er. Und Burnouts wurden auch gemacht, Schatzi. Was ist denn hier los? Das ist ja da. Ach so, läuft das hier? Guck mal hier. Wo man erkennt man, dass sowas gemacht worden ist? Komm mal ran. Der Reifen baut so viel Temperatur auf, dass nämlich hier so kleine Sägezähne entstehen. Die vordere Kante ist nämlich viel höher als die hintere Kante. Und hier ist mal richtig Temperatur reinkommen in den Reifen. Komm mal ran, Philipp, komm hier. Siehst du das? Ein richtiges Wellenbad der Gefühle, der Reifen. Ne? Profahrt. Okay. Cool? Haben wir drauf. Leg los. Pappen hinten schon drauf. Ja, vorne auch. Geil, los geht's. So, dann wollen wir das Kraftaggregat mal starten hier. Instrumente haben wir, wir haben Öldruck, wir haben Wassertemperatur. Wassertemperatur, sehr, sehr gute Information. Park-Release haben wir raus. Lenkrad, sehr geil. Sehr, sehr, sehr schönes Lenkrad. So viel zur Optik. Aber was sagt Jean-Pierre zur Technik? Funktioniert alles? Wenn ihr auf die Bremse drauf drückt, merkst du, wie hart der Klotz ist? Und dass er nicht wirklich das Fahrzeug zum Stehen bringen will. Tacho geht nicht. Aber das ist nur eine Tachowelle, das kostet 20 Euro. Schön Gasannahme. Schön Gasannahme. Schön Gasannahme. Schön Gasannahme. Mit seinen 170 PS lässt es sich bequem durch Wuppertal cruisen. Fährt sehr angenehm, ehrlich. Und langsam ist er auch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Aber wieder so eine Sache bei amerikanischen Autos, die machen manche Sachen wirklich super geil und dann hapert es wieder, volles Rohr. Lenkgefühl, Fahrgefühl, nein. Der Amerikaner ist froh, dass der Motor drin ist, das Design ist gut und der Rest ist einfach nur, also dieses Teil dreht man, dann kann man Kurven fahren. Ja. Das Fahrwerk machen wir nicht mit Stangen, sondern etwas weicher, damit wenn man bei Bodenwellen fährt, das nicht so hart ist. Ende der Konzeption. Sportliches Fahren, Fahrdynamik, what the fuck? Ja, Corvette, muss ich meinen Hut ziehen. Corvette macht einen geilen Job, die fahren wirklich super gut. Aber sowas hier ist einfach nur ein El Camino aus 71. Das Fahren. Aber ich muss ehrlich sagen, der Have-Fun-Button, so ein bisschen lacht er mich doch an. Weil der Have-Fun-Button steht in ganz starker Verbindung mit dem Verschleiß des Hinterreifens. Ja, das will er nicht. Have-Fun. Ich sag mal so, 6 und ein bisschen Liter sind einfach 6 und ein bisschen Liter, ne? Da geht aber was. Dann machen wir wieder Have-Fun aus. Oh, Ampelgrün.
Der Have-Fun-Button hält also, was er verspricht. Ist somit der Preis von knapp 20.000 Euro gerechtfertigt? So, preislich ist jetzt schwierig. Der Preis, der angesetzt hat, ist hoch, aber Auto ist auch gut. Er wirkt umgänglich. Gucken, wo wir hinkommen. Also ich bin mit allem zufrieden. Alles unter 19. Hoffe ich. So, da bist du ja schon. Ja, lang gewartet. Ja, ich bin ein bisschen länger gefahren diesmal. Hat Spaß gemacht. Glaube ich. Was machen wir? Du hast einen drin für? 19,9. Ich muss ehrlich zugeben, ich mache das ja schon seit vielen, vielen Jahren. Für einen Amerikaner ist er sehr, sehr gut. Mhm. Allein aus dem Grund, dass alles an elektronischen Sachen innen drin funktioniert, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Er federt gut, Dämpfer sind ja auch mal neu gekommen. Reifen, ich habe doch mal kurz diesen Have-Fun-Knopf probiert. Ja. Ganz kurz. Ja, Probefahrt war sehr lustig. Da war ein Have-Fun-Button. So ein Umschalter. Ah. Da konntest du den Kreislauf der Bremse umändern und konntest dann nur den vordere Bremse aktivieren. Mhm. Was natürlich bei einem V8-Heckantriebenen Fahrzeug super, super lustig ist. Runter den Schlappen, erstmal ein bisschen qualmen lassen die Bude. Und hat er auch richtig stolz gemacht. Ein bisschen gestempelt hat die Hinterachse, weißt du, weil er Grip aufbauen wollte. Aber da qualmt es. Aber stramm. Trotz alledem ist er für ein El Camino für Deutschland meiner Meinung nach ein Hauch teuer. Ein Hauch teuer. Okay. Okay, weil der Markt allgemein, sowas kriegst du in Amerika für 8.000, 7.000 Dollar. Ja, aber der Dollarkurs ist auch sehr schlecht geworden. Das stimmt, aber dann kommen wir immer noch nicht bei 20 an. Wenn wir machen eine Durchsicht, den TÜV machen würden wir, und dann denke ich mal so 19,7 können wir da machen. Ach ey, du kennst die Sendung, oder? Ich hab schon mal gesehen, ja. Komm, brauchst du gar nicht wegrennen? Wieso? Guck mal her. Guck mal hier. So ein Auto verkaufst du nicht jeden Tag. Nee. So. Das hast du 19,9 reingeschrieben. Ist ja auch ein cooler Preis. In Amerika gibt es die Dinger günstiger. Jetzt kann man sich den Affentanz machen und man besorgt das Ding selbst. Riesenaufwand. Hast du keinen Bock drauf. Ist scheiße. Der ist gut. Mhm. Ein, zwei kleine Sachen hat er. Mhm. Darf er aber haben. Mhm. Alles cool. Mhm. Leistung hat er auch. Mhm. Tacho geht nicht. Okay, machen wir. Halb so wild. Mhm. So. Ich sag dir jetzt, weil du bist ein sympathisches Kerlchen. Okay. Ich sag dir jetzt, meine Meinung ist, wir machen 18,9. Ja. Ja? Mhm. Du sparst dir deine Durchsicht, machst nur TÜV neu. Okay. Können wir mit klar. Mhm. Habe ich mir fast gedacht. Ja. So. Ich bin dann Tausender runtergekommen von 19,9. Schwer einschätzbar für mich, weil der Markt ist halt. Es gibt keinen El Camino-Markt. Pass auf. El Camino ist wirklich cool, aber ich denke, wir sollten noch was klassisches Amerikanisches dazu tun. Es ist ein erster Amerikaner. Ne? Und ein Mustang tut keinem weh. Mustang? Aber dann auch eine V8, ne? Weil er wollte ja dicke Eier. So. Eigentlich müssen wir einen Shelby nehmen. Aber da reicht die Pinunse nicht. Es sei denn, wir nehmen kaputt. Wenn wir in Amerika leben würden, in Amerika glaube ich schon, dass das geldmäßig klappt. Aber ich würde sagen, wir gucken hier nach einem Auto, was ins Budget auch reinpasst. Am besten gehen wir unter das Budget, weil dann haben wir noch ein bisschen Spiegel. Weil so ein Mustang will immer ein bisschen Liebe haben. Weißt du? Jede Armee will Liebe haben. So. Was hältst du von dem hier? Guck mal hier. Ach, guck mal, 66er Baujahr. Der 289 Cubic Inch, also 4,7 Liter Motor. GT, okay. Ja. 17.990 kostet der ist in Hamm. Cool? Ja, um die Ecke. Ja. Würde ich sagen. Wie viel? 17.990 ist schon, ja, ich weiß. Aber da geht lässt sich regeln. Da geht was. So, also ich würde sagen, Mustang kann es werden, ne? Rot ist er, typisch. Candy Apple Red. So wie der Lippenstift, den du nach 18 Uhr aufhast. Los. Auf in das 40 Minuten entfernte Hamm zu einem amerikanischen Klassiker. Beim Händler in Langwerpen gibt es nahezu nur Mustangs. So, kann losgehen? Jawohl, aber sowas von. Hi! Hi, Eva, herzlich willkommen. Ja, danke sehr, danke sehr. Hi. Super, schönen Abend. Alles gut, danke schön. Wirklich tolle Autos, muss ich sagen. Danke, danke. Also, du machst viel Mustang, hä? Ja, primär. Ah, genau. 64er Volt bis maximal 69. Gute Wahl. Ich wollte gerade sagen, das ist ja gerade die Schmerzgrenze. Genau. Aber der ist gerade. Aber der ist auch ein Budget raus, ne? Ich denke bei euch, ja. Warum? Den kannst du mal günstig abgeben. Nein, Eva. Das weißt du.
Nein, wir haben am Telefon schon geklärt, gewisse Eckdaten. Und ja, ihr will nicht respektlos euch gegenüber sein. Also von dem her. Sollen wir vielleicht erstmal zum 66er. Auto gehen? Sollen wir erstmal zu Ja, bitte, das ist der Rot hier vorne, Favoriten, ne? Favoriten gehen. Unser Ford Mustang aus dem Jahr 1966 soll ohne Umbau für den deutschen Straßenverkehr rund 18.000 Euro kosten. Für die technischen Anpassungen kämen nochmals 6.000 Euro dazu. Mit knapp über 99.000 Kilometern und 200 PS ist der Mustang allerdings ein ganz heißer Kandidat für Tankstellenbesitzer Marcel. Damals war die Bezeichnung Mustang in Deutschland markenrechtlich geschützt. Daher wurde der Mustang hierzulande als T5 vertrieben. Der Mustang löste den Thunderbird als Nummer 1 der Sportcoupés von Ford ab und das sehr erfolgreich. So, wollen wir mal jetzt zum Ganz Auto gerne gehen? Frage noch. Bitte. Das heißt, der Preis, der dran steht, ist wirklich für das Kfz, wie es jetzt hier steht? So schaut's aus. Es 100%. Ist, was es ist. Ein Deidel, okay. Verzollt ist er. Und fertig. Differenzbesteuert, auch noch wichtig vielleicht. Ja, das ist er. Das ist er. Die Eva an sich, sie war da sehr gut strukturiert. Das hat man ja auch gesehen im Autohaus. Da war alles sehr geradlinig. Also sie hatte einfach Struktur da drin und das ist ja auch gut. Aber sind wir teilweise hier im Ruhrpott nicht gewöhnt? Auch Österreicherin. Also das war die Mischung, die gefährliche Mischung. Österreich mit einem holländischen Mann. So, pass auf, ich würde es wie folgt machen. Ich gucke mir ein bisschen Motor an, vorne bitte. Rum. Ja. Ihr geht nach hinten? Bitte. Ja, machen wir. Und bitte bedenk, es ist nichts gemacht worden dran. Schatzi, ja? Du hast ganz ein anderes Auto vor dir als sonst. Ja. Ford GT, Mustang, ist genau. Nicht nur einfach ein Logo. Nein, hier hinter verbirgt sich der Tank. So schaut's aus. Ja, und immer mal abdrehen, weil hier sich auch gern der Rost verbirgt. Genau. Und hier sieht er wirklich gut aus. Freut mich. Lichtungen sind natürlich sehr, sehr trocken. Auch zu empfehlen, auszuwechseln, wenn wir es hier wirklich herrichten. Ne? So, und jetzt müssen wir mal hier zum richtigen Thema kommen, nämlich Rost. Ja. Rost ist ein großes Thema bei Mustang. Ja, ja, absolut. Jetzt haben wir hier natürlich schon mal gute Karten, weil wir holen aus Kalifornien. Sonnenstart. Genau. Dann mach mal bitte das Häubchen auf. Ja, gerne. Währenddessen können wir nämlich auch Radhäuser gucken. Radhäuser, ganz wichtig, weil hier sammelt sich das alles. Guck mal hier. Beim Rost, musst du hier reingucken. Hier siehst du auch schon, da ist es nämlich doppelt hier. Und da sammelt sich die Feuchtigkeit und dann gammelt's. Siehst du? Aber unser Kandidat sieht hier echt ganz gut aus. Das darfst du der Eva nicht sagen. Ja, weil dann. Komm. Wir schauen uns ein bisschen Flugrost an. Das ist ja im Endeffekt, du musst dir vorstellen, das Auto kommt so, wie es ist, her. Mhm. Wir gehen nicht drüber pinseln irgendwo, sondern es ist, was es ist. Schau, jetzt schauen wir her. Schwachpunkte haben diese Mustern hier. Ganz genau. Diesbezüglich. Ja. Brauche ich da nicht erzählen, ihr habt sich alle gut Seitenteile, da sammeln sie auch sehr gerne. Genau, genau. Und hier ist es Siehst halt. Du, hier? Hier, guck mal, hier, wunderbar. Ja. Das ist prädestiniert wie so eine Wanne. Ja. Dann steht das Wasser drin und dann arbeitet es und dann rostet es. Genau. Also wir sehen, die Seite ist ein bisschen mehr angegriffen vom Rost. Siehst du das auch? Ja, ja. Siehst du das auch? Ich wollte es noch mal sagen bezüglich der Preisverhandlung. Ja, kannst du gerne tun. Ja, okay. Jetzt sind da Roststellen, aber das war Oberflächenrost. Das, wenn ein Laie das sieht, dann würde er auch sagen, oh Gott, das ist ja ein Rosthaufen. Das kannst du einfach wegschleifen und dann ist gut. So. Da haben wir es. Ja. Was direkt auffällt, ist Folgendes. Man muss sich mal überlegen. Ja, das Ding ist von 66 und hier, Haube hält von alleine. Ich kenne Autos aus 2016, wo du keinen Haubendämpfer hast. Das mal so eben nebenbei. Ja, wir sind 50 Jahre später. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen klassischen Smallblock, 4,7 Liter. Der 64er hatte noch damals den 4,5 Liter Motor. Ist aber eine schöne Generation, die jetzt da drin ist. Was ich auch noch sehe, ist Edelbrock-Ansaugbrücke. Das ist dem Amerikaner sein liebstes Kind. Wie Fuchsschwanz im Ruhrpott, ne, muss der Amerikaner in der Edelbrock-Ansaugbrücke fahren auf seinem 4,7 Liter V8-Motor. Anders geht das nämlich gar nicht. K&N, offene Ansaugfilter. Ich bin nicht so ein Riesenfreund davon, weil oftmals das Ansprechverhalten vom Gas, von der Gasannahme etwas problematischer wird, wenn die Dinger offen sind, weil die sich so ein bisschen verschlucken, wenn man zu ruppig Gas gibt. Klimaanlage, die sieht nachgerüstet aus, weil diese Platte hier war nicht Serie, sehen wir auch hier. Mit dieser modernen Schweißtechnik oder etwas neuerer Schweißtechnik, das gab es damals so noch nicht. Dann haben wir hier den Anlasser. Einen Fächerkrümmer haben wir auch drin. Das heißt, leistungstechnisch wird er, denke ich mal, so ein bisschen gesteigert sein. Vielleicht sprechen wir hier von, weiß nicht, um die 200 PS vielleicht. Was wir nämlich jetzt hier sehen ist, für Amerika wäre der Reifen noch gut. Warum? Der Amerikaner fasst hier oben drauf, merkt, ja, da ist Profil. Hat immer einer gesagt, das ist ganz gut, wenn der Profil ist. Wenn das glatt ist, ist das schlecht. So, in diesem Fall ist es nämlich so, guckt euch mal genau den Reifen an. Seht ihr das hier? Der Weichmacher geht raus und der ist ganz spröde geworden, der Reifen. Der Reifen hat absolut
wenn man selbst drüber geht, es gibt doch kein Anfass-TV, wenn man drüber geht, merkt man, dass das fast staubig ist. Der Reifen hat kaum noch Gripniveau. Deswegen kontrolliert Achsen, Bremsen und Reifen, gerade bei so einem Importauto, ganz wichtig. Geht ein Mustang-Check, geht ein V8-Check ohne Soundcheck? Nein. Also, wir schmeißen den Hobel mal an. Sehr gutes Zeichen, ohne Vorpumpen des Vergasers kam direkt was raus. Schönes Ansprechen. Oh, ist das geil. Hört mal genau hin. Ihr hört genau, wie die Drossel aufgeht und die Luft wirklich, wie so ein Venturi-Effekt, die Luft in den Brennraum reingeht. Hört mal. In die Antwortwolke rein. Also ich muss ehrlich sagen, sehr, sehr schönes Ansprechverhalten, gerade für so einen Motor. Edelbrock-Ansaugbrücke. Der Vergaser ist, glaube ich, kein Holley-Vergaser. Das ist der Serienvergaser auf der Ansaugbrücke. Sehr, sehr geil. Was ich aber gesehen habe, ist, komm mal her. Der Krümmer ist ein bisschen undicht da unten. Ihr seht, so ein bisschen Abgas kommt da raus. Das ist an sich technisch gesehen kein großes Problem. Aber von der Großkulisse auf langen Autobahnfahrten kann das so ein bisschen nerven. So, wie sieht's hinten aus? Leicht rostig, aber okay. Vorne sieht's mehr als okay aus. Gefällt mir ganz gut. Dankeschön. Also im Großen und Ganzen. Ich hab dir, glaube ich, nicht mehr versprochen, als es ist. Ne, passt ganz gut. Ja. Deswegen wollen wir beiden süßen auf Probefahrt gehen. Gerne, sehr gerne. Auf geht's im Mustang auf Probefahrt in Hamm. Ein bisschen kalifornisches Feeling tanken. PS-Profis Sidney Hoffmann und Jean-Pierre Krämer auf Probefahrt mit einem Ford Mustang von 1966. Ich meine, geil, 66er Baujahr, direkt hier die Anschnallgurte am Start. Geil, ne? Auf jeden Fall. War ja knacke frisch da. Das war innovativ. Ja. Was auch geil ist, Rundinstrument. Also wirklich, ich find ja, dass 66er Mustangs, 66er hier Gurte, 66er Mustang, wirklich cool sind, weil 64, wo der erst rauskam, schwierig. Gebaut wird der Mustang seit 1964. Eine sensationelle Erfolgsgeschichte. Denn er wird bis heute produziert. Das Auffällige ist, er bremst wirklich schlecht. Okay. Und er müsste eigentlich Scheibenbremsen haben. Ne? Weil bei den Ami-Importautos weiß ja wirklich nie, was da passiert. Ja. Dann, teilweise gibt es ja auch Rückrüstung auf Trommel wieder und all so ein Zeug. Na, guck mal, das ist jetzt. Na, ist nicht ganz so. Und die Kraft ist zu hoch, die du brauchst. Ja, ja, ein amerikanischer Klassiker hat ebenso seine Tücken. Was fällt den PS-Profis noch auf? Ich meine, dass es ja alles am Wackeln ist und am Knarren, das ist normal. Ja, ja, das komme ich mit klar. Lenkrad ist wirklich fett. Geil, ne? Leck mir am Arsch. Wirklich geil. Aber auch. Ich finde das cool. Aber ich sitze auch gut. Also ich fahre gut. Dass wir jetzt Fenster aufhaben. Ich weiß, der Ton ist nicht ganz so cool, aber du musst beim Mustang das Fenster aufhaben. Es muss so sein. Es geht nicht anders. Du musst auch den Arm raushaben. Ja, natürlich. Guck mal, wenn du so. Was ist das? Ja, das ist klar. Trotz seiner Schwächen hat der Mustang bei den PS-Profis gute Karten. Wenn da nicht noch ein kleines Detail wäre. Ja, preislich müssen wir mal gucken, ne? Aber die Eva scheint mir da so ein bisschen beratungsresistent zu sein. Ja, ich glaube auch. Da geht, glaube ich, nicht viel. Ja, die ist also komplett Mustang-Spezialist. Das ist nicht gut. Au. So, ihr zwei Helden. Ja. Wie war euer Erlebnis mit der Probefahrt? So. Es war ein Erlebnis. Nee, es war wirklich, es war ein cooles Gefühl. Mhm. Es hat uns quasi Kalifornien nach Hamm gebracht. Das ist ja mal schön zu hören. Wirklich, der ja. Sound war cool. Ja. Hattest du kalifornische Gefühle? Ja, hatte ich. Ja. Kurz hatte ich. Gut, ich will dich mal eben wieder zurück nach Hamm holen. Ja. Weil jetzt geht es um den Preis. Ja. Und zwar folgendes Ding. Mhm. Mustang steht hier. Ja. Dein Mustang. Mustang hat noch keinen TÜV. Hat noch keinen Sicherheitscheck, wie du schön sagst, und Inspektion drin. Wir würden jetzt gerne einen Preis für diese schicke Kfz, inklusive dem ganzen Paket. Mit allem durch bin ich bei 24,1. Wow. Dann habt ihr aber fix fertig das Auto. Da habe ich noch einen zweiten dazu gekauft. Nein, das weißt du, das weißt du. Nein. Gib uns mal einen guten Preis für das Auto, so wie es hier steht. Mit 17,9, so wie er da steht.
wir können nicht handeln, ehrlich nicht. Ich kann und will nicht mehr runtergeben und ich kann euch vorschlagen, denkt drüber nach. Ich habe gespürt, dass das nicht leicht wird. Ja. Also du hast gemerkt, uiuiui, boah, der kannst ja nicht krumm kommen. Da hat man auch so eine Grund, nicht Distanz, sondern Grundrespekt. Ja, sie war halt. Mit dem Typen wären wir frecher umgegangen. Ja, ne? Die sind ja auch charmante Typen. Also davon ab. Also. Warte. Schlaft's einfach drüber und denkt's drüber. Jetzt muss der Charming-Bär raus. Ne? Das ist, glaube ich, alles viel zu pragmatisch. Die hat so einen auf den Deckel bekommen. Du liest keinen Cent runter von dem Fahrzeugpreis, von diesem schicken 66er roten Mustang, der nachlackiert ist und verfickte Reifen hat. Pass auf. Komm mal her. Ach, ja. Wäre es denn für dich akzeptabel, wenn wir von 17,99 diese Eventualität, dieser Situation, dass das Auto vielleicht doch Einzelmengen hat, die doch etwas größer sind, etwas verschönern und verleichtern? Guck mal, ja, verleichtern. Du bist so charmant, du bist so nett. Indem wir beide, guck mal, ja, Schatzi, pass auf. Ja, du und dein Schatzi. Pass auf. Ja. Und zwar, indem wir einen Preis machen von 17.000. Ich glaube, ja. 500 Euro. Pass mal auf, ich habe ein faires Produkt, ich habe ein Auto, was sehr schön dasteht, finde ich, für das noch nichts dran gemacht ist. Ich biete euch die Zustellung nach Dortmund an und fertig, Ende. Ich lasse dir 17.999 Euro, alles cool. Die hast du sicher, die hast du bar auf der Halle, auf der Kralle. Auch in der Halle. Ja. Egal. Ja. Auf jeden Fall brauchen wir noch. Weiß und kein Problem. Du brauchst noch so ein kleines Zuckerl dafür. Zuckerl. Jungs, es gibt nichts mehr dazu. Ehrlich nicht. Du machst mich fertig. Pass auf. Weißt du, was ich will? Pass auf. Nein. Eine Sache krieg ich. Ja. Einen Kuss auf die Backe. Den kriegst du. Siehst du? Der kostet aber gar nichts. Den kriegst du. Nein, den kriegst Für Umme? Nein, alles so. Umsonst? Alles umsonst? Pass auf, wir geben das weiter. Gib den Kuss auf die Backe. Ja. Der ist umsonst. Der ist umsonst. Da kommt eine Rechnung. Warte ab. Die Preisverhandlung war geil. Ja. Halt nur sehr unerfolgreich. Also es war wirklich wieder so eine richtige Meisterleistung von uns. Ja, richtig gut. Also haben wir alles gegeben und nichts erreicht. Genau. Kuss habe ich bekommen. Ja, aber da hatte ich auch gedacht, da schreibst du noch eine Rechnung für. Ja, ich auch. Beim Parken habe ich dabei. Beim Parken war ich mir wirklich sicher, dafür kriege ich noch einen Zettel. Für Parken? Ja. Kennzeichen hat sie auch geschrieben. So, wir haben 3 Stück Autos und ich würde sagen, damit du erstmal runterkommst, weil du wirkst so ein bisschen angespannt, ein bisschen nervös, starten wir direkt mit dem, was du eigentlich zuerst sehen wolltest, ein El Camino. Ja. Silber, nicht so die typischste Farbe, dafür ist der Lack aber wirklich ganz gut, der steht sauber da, hat hinten so einen Aufbau, der macht erst für mich keinen Sinn wirklich, aber im Nachhinein doch ganz praktisch, vor allem mit den Scheiben, weil du kannst da nämlich gut hin rausgucken, kannst aber trotzdem was transportieren. Okay. Und jetzt kommen wir mit so einem Muscle Car, ein typisches. Dodge Charger. Das ist nicht normaler, sondern mit einer 440er Daytona Maschine. Das heißt so richtig Cravallo im Karton. Also der hat Saft. Ja, der ist schick. 500 PS. Ja. Druck. Ja. Aber der säuft auch. Okay, da kann ich mit leben. Von daher würde ich mir richtig gut vorstellen, hier vorne an der Zapfsäule. Perfekt. Okay. Das sind schon ziemlich geile Teile. Ja. Das letzte Auto? Das ist ein wirklicher Klassiker. Wenn man Amis mag, muss man eigentlich einmal so ein Ding besessen haben. Ja. Das war ein Ford Mustang aus 66. Oh je. Quasi so der Ursprung eines Mustangs. Ja. Also es ist so das zweite Jahr, wo er rauskam. Und sehr sauberes Auto. Die Dame, die ihn verkauft, hat auch wirklich Ahnung. Muss man ihm wirklich lassen. Und somit hat man auch einen schönen Ansprechpartner im Nachhinein, wenn du dich dafür entscheiden solltest. Also die haben sich quasi spezialisiert auf Mustang. Mhm. Also du bist da durch den Showroom gegangen und alles voller Mustang. Also da bist du, glaube ich, gut aufgehoben. Also der ist schon schick, ja. Ja. Jetzt, ich habe den nicht gesehen, aber ich könnte mit allen dreien leben, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Der ist besucht. Also ich kann mit dem nicht leben. Okay. Weil ich mag den Aufbau überhaupt nicht. Kann man abnehmen, ne? Ja? Mhm. Der ist geschraubt und gesteckt. Rucki zucki ab. Okay, aber... Ja, richtig, so El Camino ist nichts für dich. Ich habe mich gewundert, also El Camino ist echt schwierig. Vielleicht doch nicht, aber also wie gesagt, der gefällt mir... Nicht? Nicht? Nein. Okay. Und dann würde ich sagen, ganz klar der Klassiker. Der Mustang? Ja. Mustang. Ja. Pass auf, wir lassen den antanzen. Ja. Komm, auf geht's. So, Laune ist ja schon mal gut, ne? Ja, sicher. Ja, guck mal, was da steht. Deswegen ist die Laune so geil. Das dachte ich mir deswegen doch. Deswegen ist die Laune so geil. Passt. 1:1 mit dem Rot hier vom das Schild. Das stimmt eigentlich. Guck dir das mal an. Das ist Shellrot. Das ist Shellrot. Geil, wa? Sexy? Wow. Das ist dein Mustang. Ja, der ist geil. Ich hab mich richtig entschieden. Hand auf. Das muss so laufen. Fein. Dein Mustang. Meins. Sehr geil. Schwing dir rein. Schick.
Und V8-mäßig hört er sich auch an. Ach. Ja, dann mach den Hubbel mal an. Kann man was hören? Ja. Der kann jeder. Das ist ein geiler Sound. Und damit, so, damit schipperst du durch Dortmund? Ja. Ja. Ist geil. Ich würde sagen, viel Spaß. Vielen, vielen Dank. Viel Spaß. Ja. Bis dann. Macht's gut. Gute Fahrt. Ne? Und tank noch mal voll, bevor es losgeht. Ah, oh, jawohl. Oh. Nicht schlecht. Ich tanke ja doch nicht. Nee, es war ja noch voll, halb voll. Ne? Halb voll? Halb voll ist für einen Mustang ungefähr 50 Kilometer. Aber das ist noch die Distanz bis zum nächsten Burgerladen. Und da gehe ich jetzt hin. Gibt's da, ich muss auf die Figur achten. Salat. Eine richtig, richtig fette Karre. Hör dir das mal an. So ein 500er Motor von Mercedes-Benz hat natürlich richtig Qualm im Socken.